Hey guys, today I'm at my hometown ice rink Max Eich Arena, but I'm not just filming for myself, I'm also filming with the Bavarian television. They should arrive in the next minutes and doing a small documentation about me. And this documentation you're about to see right now. Have fun. Natureis in der bayerischen Heimat, das ist für Patrick das Allerhexte und Schönste, da selten. Und so ein Eis, sowas unglaublich. Also ich werde auch mit dem Lächeln gar nicht mehr fertig. Auf Kunsteis trainiert und experimentiert der 30-Jährige zumeist. Kreiert neue Sprünge und Moves. Als Eisfreestyler kennt er weder Vorgaben noch Grenzen, außer eigene körperliche. Wenn du einen neuen Trick erlernst, das hat einfach was. Das hat einfach eine sportliche Herausforderung an einen selbst. Spaß am Sport, Spaß an Bewegung, an der Körperbeherrschung, das ist so eine schwer zu beschreiben. Es macht einfach einen Riesenspaß. Wie erklärt man Spaß? Spaß haben, sich auch mal bei einem Publikumslauf mit Gleichgesinnten treffen, zusammen Tricks üben. Welche Normalo-Eisläufer natürlich kolossal beeindrucken. Mega cool. Ja. Sehr cool. Wenn ich nur so gelenkig wäre, darf ich es auch probieren, aber aus dem Alter bin ich raus. Also ich fand besonders die Übung, die im Kreis herum mit so akrobatischen, halb auf dem Boden, so Brücken passiert sind, die waren flashig. Ich meine, das muss man schon kennen, gell? Und sie auch trauen vor allem da. Ich darf mir das nicht dran, weil ich hätte dann Angst, dass sie auf mich draufspringt oder so. Ja, die ganzen Tricks, das schaut alles so sicher, also so sicher und so leicht aus. Aber ich glaube, dahinter steckt eine jahrelange Übung. Ja. Einfach. Ja. Cool, aber ja, absolut ist cool. Ja. Bewundernswert, dass man so eine Kontrolle in den Schuhen hat. Also so eine Körperbeherrschung. Tolle Bewegungen auf alle Fälle. Ist man direkt ein bisschen neidisch. Du kriegst es mit, dass die Leute zuschauen und du nimmst es wahr und es gibt da schon ein bisschen Auftrieb, aber wichtig ist es jetzt nicht. Heute will Patrick wieder aufs Natureis. Und da er in Schweden einen Eisrettungskurs absolviert hat, weiß er, was er am Hintersee bei Berchtesgaden zur Selbstrettung dabei haben sollte und wie er eine auch Sprünge aushaltende Eisdecke ermittelt. Ah, da fällt sie nichts. Gute 5 cm sollten es schon sein. Nächstes wird hochfrequenter. Wird schon dünner. Der letzte Sicherheitscheck. 100% sicher ist es nie und heute ist wirklich nicht der Tag, wo ich das Risiko eingehen will. Denn einige Male ist Patrick trotz aller Checks eingebrochen, zum Glück gesundheitlich ohne Folgen. Ergo muss der Eisfreestyler wieder aufs Kunsteis ein Tutorial drehen, ein Lehrvideo bei YouTube. 2010 ein noch kaum verbreitetes Medium. Mein Vater hat mich als Dreijähriger schon aufs Eis gestellt. Der hat mich auch nie dazu gedrängt. Der hat mich immer nur motiviert. Probier mal das, probier mal das. Und Schnelllauf, so wie hier in Hinzell, gab es keinen Bezug. Kunstlauf hat mich nicht interessiert. Und Eishockey, es hat halt einfach nicht gepasst. Aber ich wollte halt trotzdem Eislaufen. Kurz nach Ende der Saison habe ich ein YouTube-Video gefunden, das hieß Freestyle Ice Skating. Wie ich angefangen habe damit, da haben sie mich als Eisclown bezeichnet und ausgelacht. Und weil es halt einfach, das war halt, das kannte keiner, das war neu. Ich bin im Umkreis von 150 Kilometern der einzige Freestyler gewesen über Jahre. Das ist einfach mühsames Ausprobieren, Fehler machen, wieder aufstehen, nochmal ausprobieren, vielleicht ein bisschen rumexperimentieren, das ist Arbeit. Heute produziert Patrick selber Videos, professionell, mit Kameramann. Tutorials für Anfänger und Fortgeschrittene, in seinem ihm ganz eigenen Stil. Typisch für Eisfreestyler, genauso wie permanentes Wehtun. Mit blauen Flecken vom Eis gehen gehört einfach dazu. Solange du wieder aufstehst, gehört Hinfallen zum Lernprozess. Das sage ich auch jedem, der mich fragt, dass das mit mehr Stürzen verbunden ist, als es sich manche Leute vorstellen wollen. Hin und wieder, wenn du es halt mal übertreibst, da hat es halt auch mal Bänderrisse gebrochen oder so, zum Glück noch nichts. Seine Wohnung im oberbayerischen Pieding, Spiegel seines Lebens und seiner Leidenschaften. Whisky, Wein und Biersommelier. Sein Job, Hotelfachmann. Außerdem erfolgreicher Torwart in der Bezirksliga Oberbayern Ost. Sein Tag beginnt um 5 Uhr. Wenn ich in der Früh arbeiten gehe, nachmittags aufs Eis zum Drehen, abends Fußballtraining, dann schläfst du sehr gut danach.
Den Profi-Videoschnitt hat sich Patrick selbst beigebracht. Denn sein großer Traum ist es, Generation Handy für Eis-Freestyle begeistern. Mit diesem Einfluss, den du durch sowas erreichst, das ist die Frage, was machst du draus? Willst du die Leute dazu beeinflussen, dass sie noch mehr an dieser Kiste hängen? Oder dass sie rausgehen und Sport machen, sich bewegen, Spaß haben, Leute treffen? Das ist, was ich möchte.